Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute machen wir eine Meditation, in der es darum geht, geschwisterliche Energien zu lösen und neutral zu werden. So sehr du wahrscheinlich deine Geschwister liebst, so du welche hast, so wunderbar und bereichernd das sein kann, genauso nervig kann es natürlich auch sein. Und meines Erachtens nach liegt das auch ein bisschen so daran, dass natürlich man nicht der Einzige ist. Die Aufmerksamkeit der Eltern wird geteilt, die Liebe der Eltern wird geteilt, ja. Wird womöglich oft einmal auch nicht so gerecht verteilt. Vielleicht bevorzugen die Eltern unbewusst eines der Kinder oder ein Elternteil bevorzugt das eine, der andere Elternteil bevorzugt das andere Kind, weil es einfach von der Energie her besser miteinander auskommen. Das ist gar keine Frage der Liebe oder der Gerechtigkeit, sondern wirklich eine Frage des Harmonierens. Mit welchen Typen kommt man besser aus und mit welchen Typen ist es mehr über Kreuz? Und dasselbe gilt natürlich auch für Kinder. Und jeder, der selbst Kinder hat, weiß ja auch, wie unterschiedlich vom Temperament die Kinder sein können, auch wenn sie unter Anführungszeichen vom selben Wurf sind. Und bei den Geschwistern geht es ja dann um noch mehr, denn man ist oft, also man ist klein, man ist jung, man ist noch nicht so erfahren, man kann gar nicht so ausdrücken, was spielt sich denn da ab, wie empfinde ich da jetzt in Bezug auf meine Schwester, meinen Bruder, meine Halbgeschwister. Und deshalb sind da oftmals so Themen gespeichert und so geschwisterliche Geschichten brechen dann auch immer wieder aus. Also dass man da einen Frieden hat oder eine gute Ebene findet, ist dann oft einmal sehr, sehr schwierig. Und es gibt da unterschiedliche Dynamiken. Natürlich gibt es immer so diese Helferdynamiken auch in einem System, wo ein Geschwisternteil zum Beispiel sehr bedürftig ist und der andere immer wieder dann hilft oder unterstützt. Dann gibt es natürlich auch diese eben Neidstreitereien. Das kommt dann oft auch so bei Erbschaften raus, wo auf einmal ein irrsinniges Durcheinander herrscht. Und heute schauen wir uns eben diese Energien an. Wir werden schauen, dass wir mit unseren Geschwistern, ob du jetzt Bruder hast oder Schwester hast, spielt jetzt so keine Rolle. Ob es mehrere sind oder nicht mehrere, schau das einfach mal an. Sonst, wenn dir ein bestimmter Geschwisternteil einfällt bei der ganzen Geschichte, kannst du die Meditation auch nochmal wiederholen. Vielleicht fällt dir dann beim nächsten Mal jemand anderer ein. Okay. Gut, dann starten wir jetzt einfach mal und ich würde jetzt mal vorschlagen, schließ mal bitte deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und wir beginnen jetzt mal mit einer Alltagsreinigung, sodass wir dann ins Familiensystem kommen können. Eine Reinigung des Energiefeldes. Stell dir jetzt mal vor, du stehst unter einer Dusche aus goldenem Licht. Und diese Dusche reinigt dein Energiefeld vom Scheitel bis runter zu den Füßen. Und du spürst, wie der Staub des Alltags, wie sich der ganze Stress ablöst und wie du immer mehr und mehr in dein Zentrum, in deine Mitte kommst. Und während so diese Dusche alles reinigt bei dir, spürst du vielleicht schon in gewissen Bereichen deines Körpers, dass die Energie nicht ganz hinfließen kann. Vielleicht Herz, Solarplexus,
Nabelchakra. Aber das ist momentan mal völlig okay. Und du entspannst dich immer mehr und mehr. Diese Stellen, wo die Energie nicht so hinfließen kann, zeigen dir auf, dass an diesen Punkten Verbindungen mit deinen Geschwistern sind, Ankerpunkte, Verbindungspunkte, wo einfach die Energie nicht hundertprozentig stimmig oder neutral zwischen euch ist. Und nun beginnen wir, diese Punkte zu bearbeiten. Um das gut bearbeiten zu können, bittest du jetzt um eine Hilfsenergie. Und zwar bittest du um die Hilfsenergie deiner kosmischen Eltern. Das sind zwei so Schutzenergien. Die haben jetzt nichts mit deinen physischen Eltern zu tun. Da gibt es den kosmischen Vater und die kosmische Mutter, die dich dabei unterstützen. Und gleichzeitig bitten wir auch noch die Energien von Mutter Erde und der göttlichen Ebene, also archetypisch die gute Mutter und archetypisch den guten Vater, um Unterstützung. Auch diese Archetypen haben nichts mit deinen leiblichen Eltern zu tun. Der gute Vater, die gute Mutter und deine kosmische Mutter und dein kosmischer Vater füllen nun den Raum um dich mit ihrer Energie. Und du spürst, wie du wieder kleiner wirst, wie die Ebene deines Unterbewusstseins, deines inneren Kindes von diesen Energien berührt wird. Und erlaube diesen Energien jetzt einfach mal, soweit es für dich in Ordnung ist, dir diese väterliche und mütterliche Liebe spüren zu lassen. Diese bedingungslose Liebe. Diese Liebe, wie man nur ein Individuum lieben kann. Es ist wunderschön, dass du da bist. Du bist einzigartig. Und wir lieben dich so, wie du bist. Es ist schön, dass du da bist. Du bist einzigartig. Und wir lieben dich so, wie du bist. Du musst dich jetzt nicht verkrampfen, du musst in keinen Konkurrenzkampf treten zu anderen. Du bist das eine geliebte Kind, die geliebte Tochter, der geliebte Sohn. Du bist das eine geliebte Kind auf Erden. Und erlaube dir jetzt mal diese Energie. Ich bin das eingeborene Kind, die eingeborene Tochter, der eingeborene Sohn des Göttlichen. Erlaube dir diese Energie wirken zu lassen. Und nun komm genau in deine Mitte an, eingehüllt von unendlicher Liebe.
Und versprich jetzt mal deinem inneren Kind, deinem Unterbewusstsein, dass es in Ordnung ist, diese Liebe anzunehmen, dass du auf dein inneres Kind Acht gibst. Es ist in Ordnung, dich jetzt zu öffnen. Ich gebe auf dich Acht. Und in diesem Augenblick spürst du, wie eine tiefe, dunkelblaue oder violette Energie in dir zu arbeiten beginnt. Und das ist das Lösen von angestammten Konzepten. Und vor allem sind das Mangelthemen. Ich habe nicht genug Liebe bekommen. Ich habe nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Es ist jemand anderer besser als ich. Es hat jemand anderer viel mehr Glück als ich. Es ist jemand anderer bevorzugt vor mir. Und diese Bevorzugung, diese eingebildete Bevorzugung, darf nun transformiert werden. Diese empfundene Bevorzugung, dass jemand anderes mehr bekommt oder es leichter hat, als du es hast. Und natürlich steigen da jetzt wahrscheinlich Bilder von deinen Geschwistern, deinem Bruder oder deiner Schwester hoch und erlaub das jetzt einfach mal. Während diese Energie diese Urteile löst und bearbeitet. Erlaube dich, in einen Zustand zu begeben, der von Mut getragen ist und von einem Urvertrauen, von einer Sicherheit, dass du das geliebte Kind bist. Nicht geliebter als irgendjemand anderer. Es gibt auf dieser Ebene nur dich. Du bist das geliebte Kind. Kind, das bedingungslos geliebte Kind. Ich bin das bedingungslos geliebte Kind. Und was macht das mit dir? Durch diese bedingungslose Liebe, die jetzt in dich einfließt, spürst du, dass alle Vergleiche, alle Zweifel, alle Streit sich lösen. Und du spürst, dass du jetzt die Möglichkeit hast, diese bedingungslose Liebe immer mehr und immer weiter in dein Unterbewusstsein fließen zu lassen. Dazu erlaube dir, alte Erschöpfungen, alte Dramen zu lösen. Denn oftmals vergleicht man sich unbewusst, dass man sagt, naja gut, da hat womöglich ein Geschwister eine bessere Partnerschaft oder eine harmonischere Familie oder auch ins Gegenteil rein, das ist viel schlimmer als die eigene Partnerschaft, eigene Familie oder da verdient wer mehr Geld oder da sieht wer anders aus, also ganz egal. Was das ist, das sind so gespeicherte Vergleiche, die weichen sich jetzt immer mehr auf und verlassen dein Energiefeld. Und spür jetzt mal, wie das alles wirklich sich in dir zentriert. Und wie diese alten, verbrauchten Energien, diese Blockaden
sich immer mehr lösen. Und du spürst, wie der Bereich deines Nabelchakras, also dein Beckenbereich, dein Nabelbereich, hell wird, strahlend wird. Wieder eine neue Leichtigkeit und eine neue Energie in sich erwachsen lässt. Und durch diese Kraft, diese Klarheit, speichert sich jetzt eben nochmal diese Energie nach oben hin und löst auch zwischenmenschliche Konflikte im Solarplexus, zwischenmenschliche Emotionen, die im Solarplexus gespeichert sind. Verabschiede jetzt vor allem auch die Aspekte deines inneren Kindes, die sich jetzt noch immer vergleichen würden mit deinen Geschwistern. Aber sag jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern einfach mal danke, dass du da gewesen bist. Und ich lasse dich jetzt in dieses transformative Licht gehen, dieses violette Licht, das immer noch in dir ist, sodass du mit frischer Energie und ohne Leidensdruck zurückkehren kannst und integriert wirst. Erlaube dir jetzt diese Anteile, soweit es jetzt möglich ist, zu transformieren und spür mal, wie viel von deinem aktuellen Selbstbild noch auf diesen Annahmen von früher basiert, wie du bist, wo deine Stellung ist vielleicht. Und in diesem Augenblick reinigt sich das aus, löst sich das. Und eine neutrale Nabelchakra-Energie kehrt wieder zu dir zurück. Und du spürst es ja vielleicht, du kannst jetzt auch mal tief einatmen und dann wieder ausatmen. Und du merkst jetzt, dass du diese bedingungslose Liebe noch ein Stück mehr und weiter annehmen kannst. Und vielleicht wird dir bewusst, dass gewisse Dynamiken zwischen dir und deinen Geschwistern auch schon zwischen den Geschwistern deiner Eltern sich abgespielt haben. Gewisse Missverständnisse oder auch Konflikte, die dann einfach weitergegeben wurden im Familiensystem. Und nun widmen sich jetzt noch diese Hilfsenergien, die du hast, kosmischer Vater, kosmische Mutter, der gute Vater, die gute Mutter, widmen sich diese Energien jetzt noch den Teilen, die du aus deinem Familiensystem übernommen hast, also Konflikte deiner Eltern mit ihren Geschwistern. Und die werden jetzt aus deinem Rücken, aus dem Beckenbereich von hinten rausgearbeitet. Die Schulterblätter, die Wirbelsäule runter, Beckenbereich, Hüftbereich. Da werden jetzt so kleine Energietore aktiviert, durch die diese übernommene Energie abfließen kann.
Und da fließt jetzt dann der Teil, der in dein weibliches Ahnensystem gehört, also zu deiner Mutter, ihren Eltern und so weiter und Geschwistern, fließt jetzt in die eine Reihe ab. Und der Teil, der in dein väterliches System gehört, geht in deine väterliche Linie rein. Und du spürst diesen angenehmen, reinigenden Effekt. Und während sich so deine systemische Ebene reinigt und ordnet, sortiert, kannst du noch mehr diese bedingungslose Liebe der kosmischen Eltern und des guten Vaters und der guten Mutter wahrnehmen. Du spürst eine Sicherheit und eine Zufriedenheit und eine tiefe, tiefe Stabilität. Du bist das geliebte Kind. Du bist das eingeborene Kind auf Erden. Und deine Vision und deine Mission ist einzigartig. Und du kannst jetzt dein Leben noch mehr entfalten. Deine Kreativität, deine Individualität. Denn diese wird durch bedingungslose Liebe getragen. Diese wird inspiriert von bedingungsloser Liebe. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und mit dem Ausatmen entfalte dich. Streck dich durch. Beweg deine Arme und Beine. Und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Bedank dich bei deinen kosmischen Eltern. Danke, kosmische Mutter, danke, kosmischer Vater, den archetypisch guten Vater und die archetypisch guten Mutter. Und spüre, wie deine Würde, Klarheit und Sicherheit zu dir kommt. Und erlaube dir jetzt immer mehr und mehr in dein Alltagsbewusstsein zurückzukehren, dich nochmal durchzustrecken. Und dann ganz im Hier und Jetzt, in dieser Zeit, in diesem Raum anzukommen. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, bedanke dich auch nochmal bei deinem Familiensystem und schließ bewusst die Türen zu deinen Geschwistern, zu deinen Eltern und spüre, dass sich in deinem System gerade eine wunderbare Lösungsenergie manifestiert hat. Ja, dann löst das Bild noch mal ganz auf und wenn das geschafft ist, noch mal tief ein- und ausatmen
und komm ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir denn? Welche Bilder hast du erlebt? Wir sind heute tief ins Familiensystem eingetaucht und vielleicht hat dich ja manches überrascht. Vielleicht sind dir manche Sätze in den Sinn gekommen, wo du sagst, ja genau, so empfinde ich jetzt. Oder jetzt weiß ich endlich mal, wo da gewisse Verknüpfungen herkommen. Ich freue mich auf deine Kommentare und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder bei einem Kurs oder bei einer Einzelsitzung hier bei mir in Linz oder natürlich auch gerne online. Ich bin Oliver Ereni, freue mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und sonst bis nächstes Mal. Tschüss.